Boah, so ein krankes Video gesehen, ey, wie einer die ganze Zeit Ausweichen einsetzt und er hat so eine hohe AP-Regeneration, dass ihn das gar nicht schadet so, ne? Der hätte echt sich hochgeskillt. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück, liebe Leute. Ja, ich weiß, ich bin so doof. Im letzten Part, da habe ich gesagt, 100%! Ich krieg den Zweihandschwert-Skill. In diesem Part. Also nicht diesen, sondern dem letzten. Und es war natürlich nicht so. Und ich habe mir jetzt nochmal ein Video dazu angeguckt. Und ja, es kursieren halt, oder ja doch, also sind halt viele Gerüchte im Internet, dass man zum Beispiel 500 braucht, ne, bei diesem Einhandschwert. Aber man sieht ja, ich habe über 500 und es funktioniert nichts. Ich hatte auch gedacht, man braucht hier alle Skills, dass man die alle freischalten muss. Das stimmt wohl irgendwie auch nicht. Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo einer im Video gesagt hat, dass es vielleicht daran liegt, dass man eine gewisse Anzahl an Monstern abschlachten muss. Jetzt ist nur die Frage der Fragen. Wo kann ich denn gucken, wie viele Monster ich schon abgeschlachtet habe? Kann ich es denn überhaupt gucken? Glaube nicht, ne? Das bringt auch nichts. Tastenkombination, Tutorial, blablabla. Naja, ich glaube, ich kann es auch nicht gucken. Was ist denn da drüben? Seite ändern? Angreiferverschmelzung? Nee. Ja, sein können, dass man da hinten auf der Rückseite irgendwas sieht. Sieht man aber auch nicht. Also wahrscheinlich einfach nur weitermachen wie bis jetzt. Ja. Einfach weitermachen wie bis jetzt. Und einfach alle Monster und alles, was ich hier so sehe, abschlachten. Das, denke ich, ist einfach so das Geheimrezept für diesen Zweihandschwert-Skill. Ich hoffe doch. Warum habe ich nicht schon wieder genügend AP? Also manchmal. Nerv dich! Stirb! Manchmal weiß ich auch nicht. Ach, guck mal, ich bin paralysiert. Ja, es kann an so vielen liegen, ne? Neustartgürtel. Ah, guck mal, wir sind ja hier hinten, dann können wir hier gleich weitermachen. Boah, jetzt lauf mal hier, Girito. Bist du gebannte Bestie? Und erstmal schön in die falsche Richtung, genau, so muss das sein. Krepiert alle! Ah, schade. Das war leider zu spät. Nein, was macht er denn? Da sollte sich auch fahren. Warum jetzt hier ist, hey, goodbye, tschüss. Okay, haben wir den. Darantiterz. Ja, ich bin ja, wie gesagt, gespannt, wann und wie wir nun diesen Schwertskill bekommen. Boah, Level 142. Mich verarschen. Oder nur Level 42. Komm, wir probieren es mal.
Okay, der ist auf jeden Fall nicht über Level 100. Das sieht halt nur so aus. Muss mir auch eine gewisse Anzahl diesen Nova-Dingens hier machen. Hallo, falsche Richtung. Vielleicht liegt es auch an den Schadensmultiplikator. Vielleicht muss man den einfach auf mal 3 bringen oder so. Kannst ja mal probieren. Aber ich glaube, hier auf mal 3 kommen wir nicht hoch. Guck mal, jetzt blockt er eh ab. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Hä? Wo ist er hin? Da ist er hin. Das heißt aber auch eine Verarsche, war. Jetzt hat er nämlich wieder auf mal 1. Jetzt ist der schon wieder weg, ey. Und ich smash die ganze Zeit meinen Button. Das Vieh sieht aber auch nice aus mit dem Glow-Effekt. Aber jetzt kommt. Schade, hat noch nicht gereicht. So. Nice. Und was kriegen wir? Truhe. Da. Komm, gib mir den 2 Schwertskill. Nein, das geht ja nicht. Abgewandelte Pike. Ein Speer. Ja klar, muss ja auch mal sein. Das Ding ist, jetzt können wir halt leider nicht mehr an Gegnern vorbeirennen, weil jetzt wissen wir so zum Teil, dass wir die alle besiegen müssen. Wir müssen halt auch immer mal gucken, wann wir den haben, ne? Nicht, dass ich den dann hab und ich kämpfe hier immer noch so eine Stunde, sage ich mal. So. Helf euch! Mal, muss ich ihn töten? Vielleicht umsonst einen Angriff kommen. Ich schau mal nach. Ah, ich habe ihn immer noch nicht. Aber ich habe schon wieder 2 Skillpunkte bekommen. Das ist doch gut. Und wir haben hier eine Truhe. Zack, zack. Oh, so ein krankes Video gesehen, ey, wie einer die ganze Zeit Ausweichen einsetzt. Und er hat so eine hohe AP-Regeneration, dass ihm das gar nicht schadet so, ne? Der hätte echt sich hochgeskillt. Er ist der Quellenbüffel. Ist ja der Knaller. Hallo. Lass mich mal hier in Ruhe. War doch noch gar nicht bereit für dich. So, jetzt hier. Mann, ich wollte den Skill einsetzen. Schallend hier bei. Schön. So. Talk. Warum lebst du noch? Warum lebst du immer noch? Scheint wohl ein harter Brocken zu sein. So, nix da. Wir wissen erlangt. Yeah. Erfolg. Garantiert jetzt. Also wir können in der nächsten Schmiede echt gut abgehen. Also was heißt in der nächsten Schmiede? Generell, wir sind ja immer in derselben Schmiede, aber... Ah, ihr wisst schon, was ich meine, wa? Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann hole ich mir noch die schwarze Truhe.
Galleonenbeinschi. Auch nicht schlecht. Okay, die haben wir schon. Gut, dann werde ich hier mal jetzt ein paar Büffel niederstrecken. Es ist halt schade, dass man nicht sehen kann, wie viele man schon getötet hat. Dass man so eine kleine Einschätzung hat. Wenn es doch irgendwie der Fall sein sollte, und ihr wisst es, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Es muss ja irgendwie sowas wie eine Statistik geben, oder? Weil sie die ganze Zeit hier irgendwie stumpf. Stumpf drauf los, weiß ich nicht. Und ab einem gewissen Fortschritt kann es auch nicht sein. Einfach aus dem Grund, weil die in dem Video, die waren noch in dem Sumpf. Also die haben den schon in dem Sumpf freigespielt gehabt. Das heißt, wir hängen voll hinterher. Ach, ein Bestienhorn habe ich. Yay, ich habe Bestienhörner. Wisst ihr noch? Die Quest mit den Bestienhörnern, oh Gott. So, liebe Leute, guck mal auf der Karte, wenn man die Karte sich anguckt, müsste man eigentlich noch da lang, kann man aber nicht. Das heißt, wir werden jetzt nach oben gehen. Ein neues Gebiet. Ah, ich mag den Angriff. Diesen blauen. Und den hier mag ich auch. So, ich kann nochmal gucken. Immer noch nicht. Immer noch nichts. Schade. So, ich denke mal, wenn es ein kleines Gebiet ist, dann können wir das auch noch mit in den Party aufnehmen. Ich denke mal, hier werden es auch keine Glyphen oben geben. Oder? Na gut, es kann natürlich sein. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es da eine Glyphe gibt. Weil jetzt in dem Gebiet war auch keine Glyphe. Jetzt, wir müssten dann nach unten. Um da dann weiterzuholen. Fehlt ja nur noch eine. Ich bekomme das. Ist Wahnsinn. Geothermischer See. Elite. Hier scheint es irgendwie eine Base zu sein. Kristallschürfer-Baracken. Okay, gucken wir auf die Karte. Irgendwie ist hier kartenmäßig nicht wirklich was angesagt. Ist hier nur so eine kleine Base oder was? Scheint so. Guten Tag. Redest du mit mir? Ja, nee. Was ist los? Willst du mir etwas sagen? War es das, was du mir erzählen wolltest? Hä? Du bist irgendwie komisch. Warum zuckst du so? Claire, was ist los mit dir? Da sieht man sich wieder. Wer bist du? Es ist Zeit für eine Geschichte, oder wie? War es das, was du mir erzählen wolltest? Nein. Irgendwie sind die Gespräche merkwürdig. Okay. Kann ich hier die Vasen oder irgendwas kaputt machen? Nö. Na gut, dann haben wir jetzt ja ein Gebiet erkundet, was irgendwie total sinnfrei ist. Noch. Wer weiß, vielleicht ist das hier irgendwann mal für eine Quest ganz gut. Das kann ja natürlich sein.
viele Viecher wieder? Schon viele. Aber wir müssen bestimmt über 1000 töten, ey. Bestimmt. Was seid ihr für Gegner? Ich sehe euch nicht. Ach, die Pilze sind cool, ey. Ein Schwertskill, bam, tot. Die sind nice. Die sehen zwar irgendwie eklig aus. So, dann haben wir wieder die rote mit ihm. Den brauchen wir ja nicht zu besiegen. Bei mir geht es jetzt hier eher um Gegneranzahlen. Und der braucht immer so lange. Ich kann mich ja so ein bisschen mal zurückkämpfen, ne? Halsschlöpp hier. Ach guck mal. Die Krabben müssen wir auch noch besiegen. Na gut. Oh, die halten sogar ein bisschen was aus. Oh, wie viele jetzt? Tötet ihn! So, Wissen erlangt. Garantiert ist. Wow. Eine Questbelohnungstruhe ist erschienen. Nice, eine goldene. Eine rote, meine ich. Der Zerrungskling. Alter, Angriff 64, LP 2700. Ey, die ist richtig gut. Die würde ich ganz gerne jetzt schon einsetzen. Ich mag ja auch irgendwie so gerne mit Krummsäbeln kämpfen, aber es ist leider noch nicht dran. Aber wie gesagt, wir müssen hier noch den Schwertskill freischalten. Und erst dann, denke ich, werden wir auch mit den Skills weiterkämpfen. Und Zweihand. Und wenn wir damit durch sind, werden wir wahrscheinlich auch die anderen erst einsetzen. Ja, weil das immer wechseln ist irgendwie auch doof. So, dann dümpel ich mal zurück. Dup, 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 dup. Jetzt halt einfach farmen. Farmen, farmen, farmen. Ladezeit, mach hin! So. Part ist auch gleich wieder vorbei. Die Truhe hatten wir eh schon. Da war noch Crap drin. Gib Gummi! Ja gut, kaum besiegen wir den noch.
Ach so, weil ich die anderen Gegner besiegt habe und nicht ihn. Deswegen haben wir verkackt. Okay, ich habe es verstanden. Alles klar. Alles klar. Ja, dann ist das jetzt mal so. So eine Quest hatten wir schon mal gehabt, glaube ich, mit Krabben. Wenn du die falsche Krabbe besiegt hast oder ein anderes Monster, dann auch verkackt. Hast du wirklich nur das Monster besiegen? Stellvertreterstiefel. Habe ich auch schon eine Stellvertreterrüstung? So Leute, dann geht's jetzt ins neue Gebiet. Und ihr wisst, was das bedeutet. Und zwar, dass der Part vorbei ist. Wir schauen nochmal schnell drüber. Wie sieht's denn aus? Kriegen wir nochmal eine Cutscene? Oder irgendwas dergleichen? Wir sind in einer, ich wollte gerade sagen Höhle, aber nein, wir sind Parfati-Halle sind wir. Guck mal auf die Karte, ey, wie cool das Wasser aussieht. Ja, mal gucken. Mal gucken, was das hier noch so ist. So, gibt es hier einen Teleporter? Also sicher gibt es hier einen Teleporter. Den werden wir noch aktivieren. Yeah. Und wir gehen natürlich nicht zurück zur Stadt. Wir werden hier im nächsten Part weitermachen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Und ich würde mal so sagen, bis zum nächsten Mal. Guck mal, hier sind wir jetzt. Dann werden wir wahrscheinlich hier hin können. Und hier runter weiterkommen. Und dann irgendwie hier rauskommen. Oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich werde nochmal in den Skills reingucken. Skills haben wir natürlich immer noch nicht. Aber wir haben schon 6 Skills. Das heißt, wir können hier das schon mal lernen. Ja, natürlich habe ich nicht genug. Wegen 5. Ich will trotzdem hier erstmal alle Skills dann auch können. Vielleicht liegt es ja trotzdem daran. Vielleicht muss man ja mehr schaffen. Vielleicht finde ich die optimale Lösung, was man alles haben muss. Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.